Hallo und herzlich willkommen bei den Mighty Bricks. Als allererstes, danke für 30 Abonnenten. Heute stelle ich mir wieder ein Set aus der Star Wars Reihe vor, nämlich die 75283 Armored Assault Tank. Es erschien in der Winterwelle 2020, besteht aus 286 Teilen und die UVP ist 39,99 €. Als erstes schauen wir uns mal die Minifiguren an. Hier seht ihr zwei AAT-Pilot-Droiden mit zwei normalen Blastern in Gunmetal Grey. Sie haben sehr coole Bedruckungen am Kopf. Als nächstes könnt ihr den Ahsoka Clone Trooper sehen, der einen normalen Blaster dabei hat. Die Helmbedruckung sieht sehr cool aus. Er hat dieselbe Torso- und Beinbedruckung wie die 501. Truppen. Jetzt könnt ihr seine Gesichtsbedruckung noch einmal genauer ansehen, die für die Clone Trooper neu eingeführt wurde. Als letzte Figur ist noch Ahsoka Tano mit ihren zwei blauen Lichtschwertern dabei. Das gummiartige Teil für ihre Frisur sieht sehr cool aus, die Torso- und Beinbedruckung ist auch sehr cool. Jetzt könnt ihr ihre zwei Gesichtsbedruckungen noch einmal genauer sehen. Kommen wir nun zum Set. Der AAT ist mit dem Kanonenrohr ca. 21 cm lang, 14 cm breit und 12 cm hoch. Auf beiden Seiten sind jeweils zwei kürzere Kanonen, die man drehen kann. Darunter sind dann auf beiden Seiten ein identischer Sticker und ein Hebel. Zu dem kommen wir aber später nochmal. Unter den Kanonen ist noch so ein Teil, das man nach oben und unten bewegen kann, was aber wahrscheinlich nicht dafür gedacht ist. Probieren wir mal den Hebel aus. Vorne schießen Spring-Loaded Shooter raus, die ihr vorhin bestimmt schon gesehen habt. Vorne in der Mitte ist ein Cockpit, in das man reingelangt, indem man vorne die Luke hochklappt. In dem Cockpit sind dann noch zwei verschieden bedruckte Steuerelemente. Setzen wir mal einen der Pilot-Droiden rein. Kommen wir zum oberen Geschütz. Man kann diesen Teil um 360 Grad drehen. Hinten sind zwei Antennen. Das Kanonenrohr kann man auch noch separat nach unten und oben verstellen. Unserer Meinung nach ist es aber zu lang, was man aber leicht beheben kann. In der Mitte ist noch eine kleine Luke, wo wir wieder mal einen Pilotdroiden reinsetzen. Aufrecht passt er leider nicht dran, aber wenn man seinen Kopf nach unten einklappt, dann schon. Unter dem AAT sind sechs durchsichtige Teile, damit es so aussieht, als würde er schweben und damit man ihn besser bewegen kann. Kommen wir schon zum Fazit. Der AAT sieht cool aus und die Minifiguren sind super. Wir geben dem Set für die UVP von 40 € 7 von 10 Punkten, da es doch schon ziemlich teuer ist. Im freien Handel kriegt ihr das Set für um die 30 € und dafür würden wir es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Clone Wars Fans oder einfach nur Star Wars Fans seid. Dies ist aber nur unsere Meinung. Eure könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr alle unsere Videos sehen wollt, abonniert uns und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Baut etwas Schönes. Bis bald. Ciao.